Ja, willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Simon Ludwig Museums, zu unserer weihnachtlichen Ausgabe der digitalen Kunstpause. Wir widmen uns heute unserer großen Tiroler Weihnachtskrippe. Die darf nur ich als gebürtiger Tiroler erklären, weil sonst meine Kolleginnen der kulturellen Aneignung auf Tirolerisch, in Englisch, Cultural Appropriation, geziehen werden können. Und ich habe diese Aufgabe gerne übernommen und werde das gleich auch im Dialekt machen. Liebe Leitlen, Buben und Gitschen, Knober und Madlen, Dirnei und Buben, heint erzählen eng etwas über unsere Tiroler Weihnachtskrippe. Sie ist 1908 erworben worden von einem Sieberger Kunsthändler und erst 1922 das erste Mal aufgebaut worden. Nachher wissen wir nicht, kann sein, dass er nachher auch noch aufgebaut worden ist, bis zum Krieg und seither nicht mehr. Und dann haben wir sie ausgeliehen an die Domschatzkammer mit der Bitte: Kanntet es die Wandeln, die zerfressen worden, könntest die restaurieren und dann darf es die Krippe behalten für die nächsten Jahre. Und heuer haben wir das erste Mal die Krippe wieder zurückgeholt. Und wir bauen sie jetzt jedes Weihnachten auf. Es sind ungefähr 130 Figuren. Das ist eine Kirchenkrippe, die war nicht in daheim in irgendeinem Bauernhaus. Und zeigt das Geschehen der Heiligen Nacht, also die Geburt Christi mit der Maria und dem Josef mit Ochs und Esel, mit den ganzen Schaf- und Lamperlern dabei. Und die himmlische Herrscher, die Engel, die sind ja fast wie Soldaten gekleidet, umstehen das Ganze und passen auf, dass dem heiligen Bor und dem kleinen Heiland nichts passiert. Die Krippe hat auch noch ganz viele Heiseln und einen gemalten Hintergrund. Und meine Nichte ist Eckstrick für mich. Auf einen Gipfel gestiegen, auf 2100 Meter Seehöhe und hat die Dachsen oder die Latschenkiefer geholt und mir geschickt, damit wir sie auch schön als Dekoration einbauen können. Interessant ist, dass die Hintergrundgestaltung, der Hintergrund sagt Jerusalem. Wir haben aber da eine altenländische Krippe. Das heißt für mich, das war ursprünglich, hat das nicht zusammengekehrt, sondern das ist erspart da zusammengestellt worden. Und was auch nur interessant ist, man hat das gekauft als 18. Jahrhundert, also um 1720, ist es aber nicht, sondern wir kennen das sehen an die Soldaten da hinten, die haben Kammhelme der österreichischen Infanterie und so Schlägerring und das war typisch für die napoleonische Zeit. Und die Kammhelme haben Verwendung gefunden bis von 1800 bis 1808, also 3, 10 Jahre. Und deswegen kann man die ganze Krippe im Kernbestand kann man einordnen in die Zeit von Biedermeier, also zwischen 1800 und 1820. So eine Krippe hat auch eine große integrative Kraft, weil da sieht man da hinten die holzgeschnitzten drei Hirten, die haben natürlich ursprünglich nicht dazugehört, das ist ein Sparta dazugekommen und andere Figuren, die jetzt nicht dabei sind, aus Neapel, die haben also nicht dazu gestellt, weil sie vom Zustand her einfach nicht gepasst haben. Die müssen wir dann restaurieren lassen. Interessant ist auch, was es da alles zu sehen gibt. Da hinten so ein Kriegselefant mit einer Festung drauf, nur drei Kamele, dann ganz anachronistisch vier Bilder da hinten und dann weiß man gar nicht so richtig, was man davon halten soll, ein Wolf und der Bär, die von hinten auch noch das Geschehen beleben. Die Krippe wird bis 9. Jänner gezeigt. Jeder darf sich die anschauen, man braucht keinen Eintritt zahlen. Und wer Lust hat, kann eben kommen.
Und ab 10. wird sie wieder abgebaut und wir möchten sie jetzt jedes Jahr wieder zeugen. Das ist, denke ich, ein schöner Punkt in der Weihnachtszeit, wenn die Eltern und die Großeltern mit den Kindern herkommen, um sich das anzuschauen. Weil es gibt viel zu entdecken. Wir sind auch Teil des Aachener Krippenwegs, zusammen mit dem Hufmuseum, die haben auch eine schöne, eine kleinere Krippe, die schaut sich das an. So, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr und bleiben Sie uns treu. Dankeschön.